An diesen Bildern wird deutlich, wie hoch der Bewuchs der Wiese ist. Am Rande dieser Wiese wollten wir eine Leiter beziehen, da Tomek hier einen abnormen Bock bestätigt hat. Aber wieder mal macht uns der wirtschaftende Landwirt einen Strich durch die Rechnung. Und an der Luftaufnahme sieht man, dass die Bauern mit hoher Schlagkraft im Einsatz sind. Auf der anderen Seite des Feldgehölzes stehen auf einer gemähten Wiese ein Schmalreh und ein schwacher Abschussbock. Vorsichtig pirschen Ina und Tomek durch den angrenzenden Roggen, der voll in der Blüte ist. Für Ina, die ein wenig allergisch auf Blütenstaub ist, wahrlich keine angenehme Aufgabe. Und jetzt noch freies Schussfeld finden. Die Sonne steht tief und scheint nicht nur in die Kamera, sondern auch in Inas Zielfernrohr. Vorbei, aber nochmal in Zeitlupe. Der Bock springt gesund ab. An dieser Aufnahme sieht man jetzt gut die tiefstehende Sonne. Wir pirschen weiter und machen einen älteren Bock aus. Der Bock ist überriegelt, hinter einer Kuppe. Und hat uns mitbekommen, da wir für den Bock am Horizont ohne Deckung standen. Die Sonne ist noch nicht untergegangen und dieser herrliche Teil des Reviers lädt zum Pirschen ein. Und schnell sehen wir auch den nächsten Bock. Schemenhaft können wir erkennen, dass der Bock hoch auf hat. Vorsichtig pirschen wir auf dem Schotterweg entlang einer seit langem verfallenen Hofstelle. Jeder Schritt knirscht unter unserem Schuhwerk. Und gleich hinter dem Mauerwerk des verfallenen Hauses steht der Bock. Tomek stellt Ina den Stock auf und sie bereitet sich zum Schuss vor. Das ist er. Ein alter Bock, hoch auf, stark vereckt. Tomek bezeichnet ihn als Kapital. Der Bock zieht leicht von uns weg. Wir haben keinen Kugelfang und der Bewuchs ist auch zu dicht. Also müssen wir warten. Ein toller Anblick. Der Bock zieht leider von uns weg und ich entschließe mich sicherheitshalber nochmal, den Fehlschuss zu kontrollieren. Und mein Dackeljig bestätigt, dass der Schuss vorbeigegangen ist. Der nächste Morgen ist wieder malerisch und wir beziehen einen Hochsitz. Man kann sich kaum an der Schönheit der Natur satt sehen. Eine Ricke tritt früh aus und vertreibt uns auf ganz spezielle Art die Zeit. Tomek erhebt sich und fordert uns auf, jetzt zu pirschen. Und gleich an der nächsten Wiese steht ein Abschussbock mit einem Schmalreh. Schön frei und Ina kann sich optimal vorbereiten. Weidmanns Heil, Ina, zu deinem ersten Bock in Ostpreußen. Auf dem Nachhauseweg gehen wir noch an eine große Waldwiese. Und tatsächlich zieht ein starker Bock schräg auf uns zu. Ina ist im Anschlag und wartet darauf, dass die Entfernung stimmt. Noch sind es ca. 160 bis 180 Meter über den normalen Dreibein zu weit. Aber der Bock kommt langsam näher, bis er dann doch schließlich in eine Senke zieht und unerreichbar bleibt.
Am Jagdhaus legen wir Strecke und freuen uns über 6 Rehböcke von der gestrigen Abend- und heutigen Frühpirsch. 2 Böcke sind kapital und der alte Spießer sehr interessant. Eine spannende und erfolgreiche Jagd heute Morgen. Das ist eigentlich immer die, wenn man das Wild richtig schön angehen kann, gut rankommt, über Zielstock schießen kann und weitgerechten Schuss anbringen kann und das Wild gleich sofort verendet. Und das ist die Krönung für mich. Ich glaube, ich war noch nie so spannend wie heute. Und mit Erfolg. Guten Tag, herzliche Grüße aus dem Revier Orlik, aus dem Ermland, dem ehemaligen Ostpreußen, bei bestem Wetter. Ja, ehrlich gesagt, es ist ein wenig heiß und durch diese witterungsbedingt ist die Vegetation, so wie Sie es ja auch gesehen haben, enorm fortgeschritten. Das macht das Jagen schwer. Ina hatte sehr zu kämpfen, überhaupt den Schuss aus dem hohen Roggen loszuwerden und dann durch diese Sonneneinstrahlung ist er dann auch daneben gegangen. So passiert das bei der Jagd und so zeigen wir das dann auch, wenn es dann mal passiert. Ist nicht weiter schlimm. Und dann am Morgen hat es ja auch gleich super geklappt bei der nächsten Pirsch. Ja, so ist Jagd manchmal ganz schwierig und manchmal ganz einfach. Auch wenn, wie gesagt, die Vegetation weit fortgeschritten ist, bekommt man seine Chance. Und ich glaube, wir kriegen auch noch stärkere Böcke. Ina hat sich erstmal auf die Selektionsböcke spezialisiert, denn da legt das Revier Wert drauf, dass dort auch eingegriffen wird. Na, dann wollen wir das mal machen. Ja, es wird langsam Zeit, dass Sie mit dem Gewinnspiel weiterkommen. Es geht dem Ende zu und Sie sollten unbedingt die Seite ausfüllen, die Sie uns dann schicken sollen. Denken Sie bitte daran, bei uns ist das Gewinnspiel kostenlos. Wir sind hier nicht bei RTL, wo der Anruf 50 Cent kostet. Nein, kostenlos. Sie brauchen sich nur die Bedingungen von unserer Seite runterladen. Hier sind die Daten von unserer Seite. Und denken Sie daran, tolle Gewinne. Eine Reise im Wert von über 1700 Euro. Nicht zu vergessen, dieser wunderbare Gehörschutz von Lux Pro. Es ist eine exzellente Hilfeleistung, dieser Gehörschutz. Viel besser als diese Mickey-Mäuser. Sie hören richtungsorientiert. Und das Beste ist natürlich, beim Schuss ist es dicht. Und wenn Sie die Funktion einstellen, dass Sie besonders gut hören können, hören Sie auch besser als vorher. Auch in meinem zarten Alter durch die viele Jagerei höre ich nicht mehr ganz so gut. Und es ist ein großer Luxus, wenn Sie die haben. Und wenn Sie auch schon lange Zeit jagen, dann wissen Sie, dass wir mit Puma-Messer groß geworden sind. Wenn man irgendwie auf was sich gehalten hat, dann hatte man natürlich ein Puma-Messer. Und auch ich habe das in meiner Sammlung. Das gehört dazu, auch wenn wir heute vielleicht schon mal zum Aufbrechen unsere Plastikmesser haben, um bei der täglichen Arbeit das gute Messer nicht zu schädigen. Man sollte ein Puma-Messer haben. Und das können Sie bei uns gewinnen. Also auch ein wichtiger Grund, an unserem Gewinnspiel teilzunehmen. Hinzu kommt der Jagdanzug von Hart, nicht zu vergessen unser Raptor. Also ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, was zu gewinnen. Und also nicht nur kostenlos, sondern auch viel höhere Möglichkeit, als bei RTL etwas zu gewinnen. Also im Anschluss dann wieder die Gewinnspielfrage. Und Sie sind vielleicht wieder morgen dabei. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin. Bald mal Zeit.